Und da bin ich auch schon wieder zurück, nachdem ich mal ganz kurz geguckt habe. Ja, aufnehmen tue ich wieder, sehr gut. Ich habe jetzt mal ganz kurz geschaut wegen dem Ton, weil ich ja schon das Problem hatte, dass hier nicht alles so geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe. Ah ja, 10 Eier schon. Gut. Legen wir mal als erstes rein. Ich meine, dass jetzt von den paar Hühnern oben nicht so viel kommt, ist natürlich klar. Aber damit müssen wir erstmal leben. Immerhin ist es besser als gar nichts. Ja, wie gesagt, ich würde dann gern hier ein bisschen das Haus umbauen. Vielleicht auch ein bisschen noch vergrößern. Mal schauen. Auch wenn hier unten natürlich jetzt schon ganz viel drin ist, aber... Genauso muss auch das Lager vergrößert werden. Gut, hier habe ich gerade nichts dabei. Melonen habe ich, Kürbis habe ich und den ganzen Rest. Ah ja, Pilze hatte ich doch auch. So. Ich guck mal ganz kurz hier rein wegen Holz. Tropenholz. Gut, das Eisen tun wir mal noch mit rein. An Rohstoffen sieht es ja momentan auch gar nicht so schlecht aus. Und ich mache jetzt mal eins. Ich meine, damit wir auch mal ein paar Resultate haben, mache ich mir jetzt einfach mal 16 Brote. Und wow, backe Brot. Und stell jetzt einfach mal auf einfach. Dann nehme ich mal noch ein bisschen Eisen mit. Wir wollen ja dann auch ein bisschen Holz fällen gehen später. Ha, nee. Das kommt dort rein. So, dann legen wir uns jetzt erstmal ins Bett. Ah ja, hier oben auf der Karte werden gerade schon die Monsters angezeigt. Ich schau mal kurz rüber in meine Falle. Ah ja, genau. Hier drin sind auf jeden Fall schon mal ein paar. Die Monsteranzeige von Sans Minimap finde ich wirklich sehr praktisch. Auch das mit den Höhlen bin ich doch ein Freund von. Ah, hier drin fehlen noch Bücherregale. Ich schau mal ganz kurz bei uns ins Lager rein wegen Leder. Nein, Minecraft nicht wiederum lecken. Das möchte ich bitte gar nicht. Habe ich Leder hier etwa nicht mit drin? Sonstiges? Nee. Hier nicht. Mob Drop auch nicht. Habe ich es vielleicht schon aufgebraucht? Wer weiß. Gut. Aber was ich noch mal ganz kurz mache, das fiel mir ebenso auf, dass ich hier mal bei unserem Lager zwei Holztüren davor setze. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass es blöd ist, wenn dann hier alles in die Luft gesprengt wird. Ich denke, die Meinung kann man auch nachvollziehen. Na so rum. Nee. Doch so rum. Gucken. Ach, na klar, warum nee? So. Besser als ungeschützt. Kurz hier rüber lunsen. Wie spät haben wir es jetzt wohl, dass hier nicht mehr so viel los ist? Draußen gammelt noch ein Creeper rum. Ah ja, ich sollte ins... Was ist denn das? Ach so. Spinne auf dem Dach.
Aber die hat mich ja nicht gesehen, daher kann mir die egal sein. Sein sieht aus wie Dorfbewohner-Zombie. Gut, gucken wir noch mal ganz kurz in die Kiste rein hier. Die müsste ja auch irgendwann mal noch leer gemacht werden eigentlich. Ach ja, da ist er. Moment, machen wir mal so. Machen wir mal Zoom. Ach so, wir haben die nicht angezeigt. Ach, schade. Wow. Ach, schade. Ist doch nicht so viel. Aber es sind ein paar. Und wenn ich jetzt hier runter gehe. Na, ist doch ein bisschen, ne? Gucken. Wenn ich jetzt mal hier rüber so. Da so, hier so. Wieso kommen ja keine Monster? Die irritiert mich. Zumindest so ein bisschen. Weil es sind ja auch jetzt nicht so viele momentan. Wieso werden dort oben eigentlich Wirfer-Skelette angezeigt? Verstehe, wer will. Ha. So, lassen wir die Falle einfach mal arbeiten. Ha, ja, den Bahnhof, da muss auch nochmal ausgebaut werden. Stimmt, ha. Gut, als nächstes können wir uns jetzt mal ein bisschen unsere Küche einrichten, wie wir die gern hätten. Und zwar brauchen wir dafür einen Ofen. Oder habe ich hier die noch... Ne, die habe ich rausgenommen, genau. Gucken. Bei der Amboss, der stört dann hier ein bisschen. Ich denke, den setze ich dann woanders hin. Oder man macht... Machen wir mal anders. Ich baue mir mal noch eine Kiste. Habe ich hier noch? Nee, habe ich nicht. Wobei, ich habe ja hier eine Kiste, da muss ich ja keine bauen. So. Das setzen wir. Hier die Kiste, Crafting Table. Ein Ofen. Noch ein Ofen. Crafting Table. Und dann noch ein bisschen Dekor. Die Half Steps hatte ich abgelegt. Okay. Dann nehmen wir die hier. Brauche ich ja sowieso erstmal nur 4. So. Und die Wand hier, die stört mich. Die muss... Also die Küche muss größer werden. Eindeutig. Nehmen wir hier mal noch die Erde raus. Ah ja, genau, hier ist dann unser Brauraum drunter. So, die Küche. Mach mal. Blöcke habe ich dabei. Scheiben sind hier. Machen wir hier noch eine Scheibe rein.
Hier machen wir ein langes Fenster draus. Und hier die nehmen wir dafür weg. So. Da kann dann hier die Wand rein und auch hier das muss auch raus. Dann mal hier alles mal ein bisschen offener und größer gestaltet. So. Ich meine, es ist ja sonst auch verschenkter Platz, den wir hier haben. Und da können wir dann hier schön unsere Küche hinbauen. Den setzen wir dann einfach mal ein nach drüben. Genauso könnte auch hier mal eine Holzwand rein. Ich brauche doch hier keine Wände aus Stein. Aber dafür brauche ich dann erstmal Holz, was ich momentan nicht habe. Gut, ich schaue nochmal kurz in meine Falle rein. Weil wenn man jetzt hier so auf der Karte guckt, sieht das ja richtig nice aus. Was hier drin so abgeht. Wenn ich jetzt immer ganz nah vor dem Bildschirm gehe. Creepy Skeleton. Noch mehr Skeletons. Ich hier einfach mal absolut nichts sehe hier drin. Egal. Sag mal so, die Monstren kommen an. Gucken wir nochmal ganz kurz. Ah, also ich sag mal so, die Monster kommen an. Ich lasse es hier nochmal ein bisschen laufen. Aber ihr seht, die Falle funktioniert. Wenn wir hier Items brauchen, dann bekommen wir diese auch. Oh, dort unten verstopft sich's. Schau mal ganz kurz rein, was dort los ist. Eigentlich werden die ja dort reingetrieben, aber sie wollen einfach... Nee, runter. Was machen wir da? Wobei, ich habe da eine Idee. Machen wir mal ganz kurz hier mal kurz Umbauarbeiten. In der laufenden Falle quasi. Wo man jetzt sagt, man macht einfach... Hier nochmal. Haja, da ist eine Spinne. So. Dann der weg und dort ein Schild. Und jetzt müsste noch der weg. Und der weg. Ich denke, jetzt fallen die Monster immer noch nicht runter. Aber wieso fallen die da nicht runter? Ich versteh's nicht. Sind die alle so, dass sie sagen, nee, wir wollen nie, oder... Was habt ihr? Oh,
Moment, ich mache euch hier mal. Ich jetzt sage, ich nehme die weg. Die werden hier, gehen hier einfach nicht durch. Das ist natürlich blöd. Das hier ist nämlich gerade der Wasserstrom, den ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht weitermachen kann. Ich mache jetzt mal eins. Ich lege hier mal ganz kurz die ganzen Sachen oben ins Inventar rein. Außer das, was ich jetzt zum Fallenumbau quasi nutze. Das lösche ich natürlich hinterher auch wieder. Ich hoffe, ihr seht das nach. Nur wenn jetzt der laufende Betrieb ist, finde ich das auch so ein bisschen suboptimal da zu stören quasi.